Der Radweg rund um Belm ist ca. 40 Kilometer lang und führt mich unter anderem an der Pfarrkirche St. Dionysos und der Christuskirche in Belm, Knollmeyers Mühle im Nettetal, der Wallfahrtskirche St. Johannes und den Helmichstein in Ruhle entlang. Dabei radelt man durch die schöne, wellige Landschaft rund um die Stadt Belm bei Osnabrück entlang. Ich starte die Tour rund um Belm an der Wittekindsburg im Nettetal. Im 8. Jahrhundert wurden hier die ersten Wallanlagen errichtet. Eine verkorkste Begrüßung später steige ich nun hinab zu Knollmeyers Mühle, an der sich die wunderschöne Nette entlang schlängelt. Ein Ausflugslokal, Kletterwald und eine Minigolfanlage lassen die Zeit hier schnell vergehen. Flussabwärts folgt auch alsbald der empfehlenswerte Forellenhof. Es ist hier ein ganz neuralgischer Wanderpunkt. Der Hünenweg führt hier entlang, der Wittekindsweg, der Diva Walk, der Mühlenweg. Und wofür das P steht, das weiß ich, glaube ich. Gerade nicht Pickerweg oder so. An diesem noch frühen Tag erzeugt die tiefstehende Sonne eine ganz besondere Lichtstimmung und verheißt nur Gutes für die Tour. So, in Belm bin ich jetzt angekommen und hier scheint es eine Richtstätte zu geben. Hier gibt es auch einen Richtstättenweg, so wie es hier an dieser Tafel dran steht. Und dann gucke ich mir die mal an. Das ist hier die Richtstätte und der Gedenkstein dazu gegen die Hinrichtungen, die hier stattgefunden haben. Und ich finde das echt toll an solchen kleinen Tagesausflügen, dass man trotzdem an Orte kommt, ist man schon tausendmal vorbeigefahren, aber wenn man sich richtig drauf konzentriert, dann entdeckt man doch neue Sachen. Und ja, ich will mal hier so einen Auszug vorlesen von den Hinrichtungen, die es hier gegeben hat, nämlich 3 Stück an der Zahl. Während der Hinrichtung wurde die Richtstätte durch Soldaten gegen den Andrang von 10.000 bis 15.000 Menschen geschützt. Während sich das Volk bis zur Exekution ruhig verhielt, gab es im Nachhinein wohl doch einige Schlägereien und Exzesse, sodass den auf dem Weg zur Richtstätte liegenden Schankwirten bei der nächsten Exekution der Verkauf von Branntwein untersagt wurde. Ha, wie beim Fußball. Belm gehört als Vorortgemeinde der Stadt Osnabrück zum Ballungsraum Osnabrück und zählt aktuell knapp 14.000 Einwohnern. Es liegt im Osnabrücker Land an den südlichen Ausläufern des Wiehengebirges und im nordöstlichen Teil des Osnabrücker Hügellandes, mitten im Natur- und Geopark Terra Vita. St. Dionysos ist eine katholische Pfarrkirche in Belm. Das einschiffige Langhaus mit rundbogigen Fenstern wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Der westlich angegliederte Turm mit einer Tonnenwölbung stammt aus dem 12. Jahrhundert. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich die evangelisch-lutherische Christuskirche, die zwischen 1815 und 1819 erbaut wurde. Durch das Osnabrücker Bergland zwischen Wiehengebirge im Norden und dem Teutoburger Wald im Süden des Landkreises radelt es sich sehr gut auf den verkehrsarmen Wegen.
Weite Ausblicke in das Schlederhauser Hügelland rahmen diesen Abschnitt der Tour wunderbar ein. Ich befinde mich gerade in Kleinhaltern und es macht unglaublich, unglaublich Spaß hier auf dem Sonntag. Bei diesem traumhaften Frühlingswetter fast, bei 14 Grad, lang zu radeln. So, ich bin jetzt kurz hinter Kleinhaltern angekommen, an diesem Wanderrastplatz. Hier ist eine schöne Karte, Radwege und Themenrouten. So, jetzt muss ich mal schauen hier, wo ist denn hier Kleinhaltern? Jo, ich find's jetzt nicht. Da bin ich blöd oder was? Ich kann nur vermuten, dass ich dann hier bin und Kleinhaltern da unten irgendwo ist. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Fährte für mich. Und hier ist noch eine Karte zum Diva Walk. Da hatte ich ja schon mal was gesagt in meinem Video zur Schwarzkreidegrube. Da komme ich gleich auch vorbei. Und dann kann ich aber hier zumindest doch hoffentlich zeigen, wo ich bin. Da war Kleinhaltern. Dann bin ich wahrscheinlich hier oben irgendwo. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Hier sind es auch bloß 1 Kilometer bis zu den Megalithgräbern Dübberort und zu den Slopsteinen. Aber die sind bestimmt das nächste Mal dran. Es ist jetzt kurz nach 12. Zeit fürs erste Bier. Das gilt noch als Frühschoppen. Zum Wohl. Schmeckt gut, schmeckt gut. So, Zeit was zu essen an diesem wunderschönen Bahnübergang hier. Und heute gibt es für mich von Beyond the Beaten Track so eine Fertigmahlzeit. Steak und Gemüse. So sieht das Ganze aus, wenn es ausgepackt ist. So sieht es in der Pfanne aus. Und dann machen wir das Ganze mal warm. Gramm eine Mahlzeit und ca. 300 Kalorien, hergestellt in UK. Es dampft langsam. Ich glaube, das ist heiß genug. Kommt das hier runter. Das hier zack drauf, ist es aus. Und lasse ich mir das mal schmecken. So, fertig gegessen. Ich fand's lecker. Alles wieder verstaut. Und es geht weiter nach Fährte. Magische Orte entdecken. Magische Orte ist ein Ausstellungsprojekt der Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrücks. Eine App ist dazu ebenfalls erhältlich, die einem diese Orte näher bringt. Fährte, ein Ortsteil von Belm. Und Fährte hat viele Sehenswürdigkeiten. Den Sündelstein, die zwei Großsteingräber, Teufelsbacktrope und Teufelsbackofen und die Schwarzkreidegrube. Und wer mehr darüber erfahren möchte, der guckt sich das Video an, was ich dazu gemacht habe. Nennt sich auch genauso Schwarzkreidegrube. Ja Mensch, was man hier nicht unterwegs alles entdeckt. Spuren einer einer eisigen Vergangenheit. Steinreiches Fährte. Ja cool, und hier sind die ganzen Findlinge. Gneis, Granit mit 4 Feldspat, Pegmatit, Schriftgranit. Cool. Das ist echt nett gemacht.
Und hier ist noch eine kleine Bank. Und ein Gedenkstein für den Westfälischen Frieden. Und 1998 ist hier eine Friedenseiche errichtet worden. Ja, jetzt sehe ich hier, das ist Teil der Hufeisenroute. Die ist relativ neu im Osnabrücker Land. Und da gibt es anscheinend auch ein Hörbeispiel zu. Friedensgarten ansieht. 10 imposante Findlinge sind hier versammelt, die alle eine ganz eigene Geschichte haben und auf unterschiedliche Weise ihren Weg in den Steingarten gefunden haben. Die katholische Kirche Schmerzhafte Mutter wurde um 1923 gebaut und ist damit lange nicht das älteste Gebäude in Icker. Sie ersetzte eine Kapelle, die es bis dahin in Icker gegeben hat. Im Osnabrücker Land ist die Kirche im neubarocken Stil etwas Besonderes. In den vergangenen Jahren waren auch immer wieder Restaurierungen nötig. Zwischen 1994 und 1999 wurde die Icker Kirche im großen Stil renoviert. 2009 waren dann die 300 Jahre alten Apostelbilder, die aus der alten Kapelle vom Tierplatz in Icker übernommen worden waren, an der Reihe. So, erste Rast und vor allen Dingen erstes Bier. Zweite Rast, erstes Bier, so rum ist richtig. An den Helmichstein. Schöne Tafel zu den Helmichsteinen, auch wieder Megalithgrab, eine Karte von der Straße der Megalithkultur. Einmal Tutti. Ja. Ah. Cool gemacht, so zack. Das Osnabrücker Land, ein Zentrum der Megalithkultur. Das Osnabrücker Land gehört zu den Ballungszentren der Megalithkultur in Norddeutschland. Mann, was haben wir ein Glück hier, wa? Wir müssen gar nicht so weit fahren, dann die Dinger direkt vor der Haustür. Jetzt bin ich an der Roller-Wallfahrtskirche. Sehr schicke Kirche und wer mehr darüber erfahren möchte, der guckt sich am besten mein Video rund um Walmhorst an. Da habe ich hier nämlich auch Rast gemacht, weil wir uns mittlerweile im Landkreis vom Walmhorst befinden. Freunde, die Tour rund um Belm ist jetzt beendet. Hat mega Spaß gemacht bei dem Wetter. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.